Ich habe hier von den Teenage Mutant Ninja Turtles zur Zeichentrickfilmserie den Mutagen Man. Die Figuren, die gab es ja auch in klein damals, 80er, 90er Jahre. Ich hatte ihn nicht, den Shredder und die Turtles, genauso wie Splinter hatte ich, aber den Mutagen Man hier hatte ich nicht. Ich habe mir jetzt kurz nochmal die Folge angeguckt. Ich habe die nämlich auf DVD. Das war ein Postbote, also der einen Eilumschlag irgendwie abgeben musste. Und dummerweise ist er in die kleine Basis, in das Gebäude, wo Shredder und Bebop und Rockstar die waren. Und als er hat sich halt ein bisschen verlaufen, weil er halt diesen Umschlag abgeben wollte und ist in dieses Mutagen reingefallen. Dadurch ist er auseinandergefallen und ja, Shredder hat ihn dann ein bisschen zusammengeflickt. Das aber sieht dann so aus. Ja, nicht so schön. Ich hatte ihn nicht als Figur damals. Das wundert mich aber auch nicht. Lose einzeln hätte ich mir jetzt auch nicht unbedingt geholt, aber ich habe dieses Vierer-Set genommen. Das war für mich günstiger und ich habe mir auch gleich alle vier Waves bestellt. Deswegen ist er jetzt dabei und gehört ja auch irgendwie zu den Turtles. Oben nochmal das Logo zu der Zeichentrickfilmserie. Irgendwie gehört er dazu, aber ja, wie gesagt, ich hatte ihn nicht als Figur damals und soweit ich weiß, kam er nur einmal vor. Vielleicht auch zweimal, ich weiß es nicht, kann mich nicht dran erinnern. Ja, war jetzt nicht meine Top 1, sage ich mal. Aber so an sich sieht er nicht schlecht aus. Ich weiß jetzt nicht, wie der in klein damals ausgesehen hat. Ich habe jetzt hier keinen Vergleich. Ja, was soll ich dazu sagen? Groß ist er. Bewegungspunkte sehe ich auch schon hier. Die Waffe und ein bisschen an Zubehör. Und im Grunde genommen ist hier das Mutagen dann immer drin gewesen, also in den Märchen, im Zeichentrickfilm. Und das hat er immer wieder nachbekommen, dass er nicht auseinanderfällt. Dann werden wir ihn mal jetzt geschwind öffnen. Und jetzt schauen wir, was er so an Zubehör hat. Er hat zwei Hände zum Austauschen. Das sind so Fäuste. Ja, in so einem beige, in so einem hautfarbig beige eher Farbton mit weißen Nägeln. Ja, die Nägel gefallen mir nicht ganz so gut. Das sind nicht so schick irgendwie. Mir persönlich gefallen die jetzt nicht ganz so gut. Ist aber auch anscheinend mehr so Geschmackssache. Dann hier die Fäuste. Generell so sein Hautton gefällt mir nicht so gut. Auch hier das Zerfetzte, das erinnert mich eher so ein Zombie ein bisschen. Das sind auf jeden Fall die zwei Hände, die zwei Fäuste. Dann haben wir einmal in diesen Bits, so wie es damals bei den Figuren immer gewesen ist. Das war immer in so einem Rahmen drin. Ob es bei der Figur jetzt auch so gewesen ist, weiß ich nicht genau, weil ich die nicht hatte. Aber bei den Turtles und Shredder und so war es auf jeden Fall so. Da haben wir ein bisschen was an Zubehör, ganz farblos in Gelb. Das lasse ich auch erstmal drin. Diesen Rohre, dieses rumherum, das Gerüst, kann ich mir gut vorstellen, dass man das in so ein Diorama richtig gut einsetzen kann. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, dann haben wir noch an Zubehör diese Waffe. Im Grunde genommen in zwei Farbtönen, Gelb und Gold. Sieht ganz schick aus, hat auch ein schönes Gewicht. Ja, was das genau ist, so von der Waffe her, kann ich es auch nicht sagen. Sieht vorne aus wie ein Teil vom Staubsauger. Oben so eine kleine Rakete. Ist auf jeden Fall ein nettes Zubehör. Das haben wir schon mal dabei. Und jetzt das Ganze in klein, das Zubehör nochmal in Farbe. Das heißt, den Apfel und die kleine, winzige Schildkröte haben wir hier. So, vielleicht drehen wir sie andersrum.
Dann habe ich hier noch das andere Zubehör, auch der Schraubenzieher und so in Silber. Sieht richtig cool aus. Legen wir das alles mal drauf. Ups, die Schildkröte ist schon abgehauen. So, mal schauen, ob wir das auf die Kamera kriegen. Das ist das kleine winzige Zubehör. Da muss man echt aufpassen, dass es nicht verloren geht. Wirklich in die Hand nehmen kann er das nicht, weil er ziemlich große Hände hat. Das wird schwierig. Ist aber ganz nett, dass das Zubehör dabei ist. Vor allem die kleine süße Schildkröte. Die ist ja mega winzig. Ups, die läuft immer davon. So, das war auf jeden Fall das Zubehör. Apfel ist abgefallen. Die zwei Hände, die Waffe und das hier. Und jetzt zur Figur selbst. Ja, wo fangen wir da an? Wo fangen wir da an? Es ist halt, man sieht noch das Gehirn und Teil der Wirbelsäule vielleicht nicht unbedingt mehr. Auch ein bisschen eklig. Dann viel, was Metall angeht, also was Metallgerüst darstellen soll, weil ja er auseinandergefallen ist. Das Pinke gefällt mir ganz gut in Kombination zu diesem Blau. Das hier ist Plastik und durchsichtig. Da kann man reinschauen. So, zum größten Teil. Also von Mutagen sehe ich nichts. Es wäre richtig cool, wenn das grüne Mutagen hier drin wäre, so als Schleim, in Schleimform, und man das hier irgendwie durchpumpen könnte. So, das wäre richtig cool. Aber ob man das noch richtig reinigen kann, ist halt so eine Sache. So, Bewegungspunkte. Unten an den Beinen, im Grunde genommen, haben die alle diese Bewegungspunkte. Der Farbton gefällt mir hier nicht von der Haut. Ich weiß auch nicht. Ich finde das schon gut bemalt, aber das wirkt irgendwie ein bisschen einfach. Gerade dieses strahlend Weiß. Kann mich jetzt nicht erinnern, hat er weiße Nägel. Ganz genau habe ich das auch nicht mehr in Erinnerung. Hier unten hat er noch einen Bewegungspunkt am Knie. So ein einfaches Kniegelenk hat er auf jeden Fall hier noch. So. Ja, das ist hier nicht so ganz gut verarbeitet. Das ist eigentlich schade. Wenn es schon zwei Farbtöne hat, gefällt mir das nicht so gut. Aber wenn dann auch noch so Rückstände sind, hier auch. Manchen macht es nichts. Die finden das nicht schlimm. Mir persönlich gefällt das nicht so gut. So, aber die Gelenke sind ganz gut. Kann auch Spagat. Dass man hier das Gelenk noch drin sieht, finde ich jetzt auch nicht so ganz schick. Da hätte man es hier noch abdecken können. Oder wie gesagt, mit dem grünen Schleim würde für mich halt, mir würde es besser gefallen. So, an sich, Bewegungspunkte und so, alles cool. Hier hat er auch diesen mehr oder weniger Metall Fußbein. Der sieht nicht schlecht aus. Hier nochmal zusammengefasst in zwei Farbtönen, finde ich auch nicht schlecht. Wobei hier ein bisschen Farbe fehlt. Ich sehe alles. Ich sehe alles und hier auch. Das gefällt mir nicht so von der Verarbeitung, als wenn die hier bei der Figur irgendwie keine Lust hätten. Hier auch so ein bisschen vom Farbton, das Blau, das hört da irgendwie auf. Gefällt mir nicht ganz so gut. Aber das Metallbein gefällt mir ganz gut. Also es ist kein richtiges Metall, also Metall darstellen, das ist Plastik, aber Metallbein in dem Sinne. Hier hat er auch noch so ein Bändchen, was zusammenhält. Hier hat er auch das Gelenk. Und dann hier oben natürlich noch Gelenk. Hier hinten sieht man halt auch durch. Das Durchsehen, dass es durchsichtig ist, finde ich schon cool. Gar keine Frage, dass man die Teile der Gelenke von dem Körper sieht, von Körperteilen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. So, hier ist auch eine kleine Lücke. Ja, können wir uns ja gleich von hinten angucken. Hier sieht man auch den Tank, wo das Mutagen dann durchläuft. Ich dachte, hier kann er vielleicht was tragen. Vielleicht die Waffe. Nee. Ich habe gerade gedacht, so wie bei den J.J. Joes, dass er da hinten so einen Rucksack oder irgendwas dran packt. Genau. Die Farbtöne, die Kombination finde ich ganz cool. Mit diesen, was ist das? Türkis? Blau, grün? Blau eher Türkis. Zu den Lila, weil das eine glänzt, das andere ist matt. Das finde ich ganz schön, die Kombination. Hinten hat er alles, das Rucksack. Da sieht man auch das Gehirn durch. Ja.
Soweit auch ganz cool. In der Mitte bewegen kann er sich nicht. Das ist schon ein ganzes Stück. Das hier, das durchsichtige, sage ich mal, das transparente, durchsichtig. Gelenk im Arm, hatte ich hier ein Kugelgelenk, wie alle anderen auch. Ja, das finde ich nicht so schön hier, dass die Lücke hier ist. Als wenn es nicht so sauber verarbeitet wäre, nicht richtig geklebt. Ja, ich sag ja, das ist so ein bisschen, vielleicht habe ich nur so eine Figur gerade erwischt. Als wenn man da irgendwie, keine Ahnung, keine Lust hätte oder so. Ich weiß es nicht. Dann hier die Gelenke hat er auf jeden Fall. Oben Gelenk, Ellenbogengelenk, ein einfaches Ellenbogengelenk, kann aber auch in allen Seiten drehen. Hand unten bewegen, Hand ist richtig groß, in alle Richtungen. Die Metallringe hier sollen ja symbolisieren, dass die Körperteile zusammengehalten werden, weil er ja sonst ohne das Muttergehen zusammenfallen würde. Aber die decken auch so ein bisschen die Gelenke ab und das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Das finde ich immer ganz gut gelöst. So, da die Hand. Da geht das Ganze hier noch mit den Schläuchen weiter. Und die zweite Hand genauso. Nur, dass die zweite Hand, also von den Bewegungspunkten ist die genauso. Nur, dass sie halt hier noch mehr von dem Metall hat. Und das ist wahrscheinlich ein Hebel. Und ja, aber von den Bewegungspunkten sind die Hände natürlich gleich. So, können sich auch gleich bewegen. Da sieht man auch noch die ganzen Abschrammungen und so. Ja, so eine kleine richtige Figur für Kinder, nicht wahr? So, der Arm und so, das sieht auch richtig cool aus. Jetzt auch mit den Farben in Kombination gefällt mir es ganz gut. Nur was mir halt nicht gut gefällt, wenn man sieht, dass es nicht richtig zusammen ist, weil das ist jetzt keine 20-Euro-Figur. Und da achte ich schon ein bisschen mehr, dass die sauber verarbeitet sind und dass man sich da richtig viel Mühe gibt. Super, mein Schlauch ist auch draußen. Den müsste ich auch kleben. Ist das jetzt passiert? Der andere ist drin und der eine ist draußen. Schade, schade. Alles andere ist auch hier drin. Ja, das müsste man halt kleben. Das ist wahrscheinlich hier geklebt gewesen. Hat jetzt einfach nicht gehalten. So, und auf den Kopf hier, da läuft ja noch ein Schlauch. Da hat er hier noch was. Auch in so einem starken Pink. Kann man das öffnen? Oh, wenn man das öffnen kann, dann könnte man da Schleim oben reinhauen. Ich habe noch ganz viel Schleim. Ja, super. Krass. Also ich könnte jetzt im Grunde genommen da Schleim reinhauen. Die Frage ist nur, wie kriege ich das dann wieder raus, wenn das an irgendeiner Stelle hängen bleibt, wo ich es nicht gerne hätte. Aber warum sollte man das sonst öffnen können, oder? Ich weiß es nicht. Da ist keine kein Beinlegezettelchen oder irgendwie eine Anleitung oder so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall cool aussehen würde, wenn ich da jetzt von oben... Jetzt habe ich leider keinen Schleim hier parat. Im anderen Zimmer, weil ich könnte hier einfach Schleim runterhauen lassen. Ich weiß nur nicht, weil hier sind auch Lücken, ob das durch die Gelenke dann irgendwie rausquält. Müsste man mal ausprobieren. Also ich kann mir gut vorstellen, deswegen ist das hier oben zum Öffnen. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Hat jemand von euch diese Figur und hat da jemand vielleicht schon Schleim reingehauen? Ich bin bestimmt nicht die Erste, die auf die Idee kommt. Kann man das? Man könnte es vielleicht, das wäre cool, wenn man es öffnen könnte und dann könnte man auch immer wieder mal sauber machen. Denn wenn der Schleim nämlich hier nicht richtig zu ist, dann wird er ja hart. Der bleibt ja nicht immer weich. Ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Schleimsorten gibt. Aber meistens den Schleim, den ich hatte, so ja, normaler babbiger grüner Schleim halt oder gelb, das benutze ich gerne mal für die Turtles als Hus. Der wird hart, wenn der nicht dicht verpackt ist. So, wollen wir mal die Waffe reinhauen? Das ist nämlich das Einzige, was er von seinem Zubehör halten kann. Okay, die Hand ist nicht so gut dafür geeignet, oder? Ja. Okay, dann haben wir auch schon die Hand gleich getauscht. Können wir dann auch gleich die Faust reinhauen. Und in die andere Hand vielleicht besser versuchen. Ja, das hält schon besser. Die Hand, die ich jetzt hatte, war ein bisschen zu weit offen. Da hat er die Waffe nicht gut, nicht gut halten können.
Und hier ist das, das ist mir ein bisschen arg locker hier. Müssen wir halt schauen. So, und hier kann er die Waffe schon richtig gut halten. So, und so sieht er im Ganzen aus. Ja, ich bin mal, also mich würde echt interessieren, ob jemand von euch da oben Schleime reingehauen hat. Das ist echt verlockend, das jetzt mal auszuprobieren. Nur, ich bekomme es dann wahrscheinlich nie wieder raus. Wenn da was schief geht, es hart wird oder sich irgendwo da vielleicht die Reste reinkommen in die Gelenke, dann habe ich Pech, dann kriege ich das nie wieder mehr raus. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich ausprobieren sollte. Ja, das ist Mutagen Man hier aus der Turtle-Serie. Hat er seinen großen Auftritt gehabt, der Postbote hier. Der Bote, der einen wichtigen Umschlag zu übergeben hatte. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das Zubehör gefällt mir. Es ist halt ziemlich klein. Selbst ein Schraubenzieher und so kann er nicht in die Hand nehmen. Daher, ja, weiß nicht, ob, vielleicht kann man ihn bis irgendwo dranhängen. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ist halt einfach Zubehör dabei, aber wirklich benutzen kann er es nicht. Die Waffe kann er halt in die Hand nehmen, Hände austauschen. Und ich frage mich echt da oben, was es da mit dieser Lücke auf sich hat. Ob das für Schleim ist? Kann man da Schleim dazu kaufen? Ich habe keinen gesehen. Ich würde mir, wenn es extra Schleim dafür geben würde, dass wenigstens nicht hart wird, wenn es nicht verschlossen ist, da mir wirklich reinhauen. Aber ich weiß nicht, weil das sieht aus wie eine Lücke hier in den Gelenken unten, dass ich dann auch wirklich die Gelenke noch benutzen kann. Das sieht mir nicht so aus, als wenn es hier, ja, hier, als wenn es nicht so viel verriegelt wäre. Das wird hier überall rausquellen. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber der Reiz und die Überlegung, die ist schon interessant. Muss ich mir mal überlegen, muss man eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht ist das Zubehör auch für die kleine Schildkröte. Der Apfel und der Fisch und das andere weiß ich gar nicht jetzt hier, das lange, was es sein soll. Aber es ist auch Knochen. Sieht aus, als wenn es ja von der Mülltonne irgendwie gefischt wurde, also rausgeholt wurde. So Essensreste, Knochen, das ja, wie gesagt, weiß ich nicht, was es ist. Es ist in Gelb. Und das Witzige ist, hier ist es auch in Gelb. Hier in der Ecke. Entweder wurde es vergessen, dass es hier eine Farbe hätte haben sollen. Oder es soll Käse sein. Ich habe keine Ahnung, der gerade runterläuft. Ich weiß es echt nicht, weil hier ist ein Stück Pizza, ganz winzig. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das war aber auch die letzte Super 7 Figur aus der Wave 2. Und die Wave 3 kommt im Juli, wenn es nicht wieder verschoben wird, was ich mir gut vorstellen kann. Dann bin ich mal gespannt, was die Wave 3 so alles an Figuren, also ich weiß schon, welche Figuren das sind, aber was sie so drauf haben, wie die so aussehen. Und gerne würde ich einen Vergleich machen von den Super 7 Turtles zu den NECA Turtles und was gab es da noch? Super 7 NECA. Ja, Freezio und Mondo sind nochmal eine andere Größe und so, das ist ein bisschen schwieriger. Aber die Super 7 Figuren zu den NECA Turtles, das würde mich auch interessieren. So die Unterschiede, preislich sind sie unterschiedlich. Ja, Verpackung, für die Verpackung halt wichtig ist. Zubehör und so. Ist ja schon mal ganz interessant zu vergleichen. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Da will ich mir auch ein bisschen Zeit nehmen, mir die ganz genau angucken. Und das war's von Super 7, von meinen Mutagen Man. Den könnt ihr jetzt vergleichen, wenn ihr ihn von damals noch habt, in klein. Dann sieht man den Unterschied. Ich habe ihn leider nicht mehr. Bis zu meinem nächsten Video. Bis dahin, bye bye.